Guten Abend. Ich hatte schon Angst gehabt, ihr wäre gerade mit da, weil ich bin ein bisschen spät. Ja, ich komme gerade von Parship. Ich war nur mal ein paar Chips essen. Angst, du gehst schon nicht mit. Wir machen Termin, gehst mit. Ne? Hast du schon mal neben da? Aber ich glaube, ich mich nicht doch nicht. Ja, also ich muss sagen, heute Morgen ist direkt schon losgegangen, wie ich aufgestanden bin. Ne? Es ist mal nichts von der Hand gegangen. Es hat nichts geklappt. Es war furchtbar. Ich habe im Bad gestanden, ich habe gar nicht direkt gewusst, was ich machen soll. Ich habe gemeint, ich hätte Alzheimer. Aber einmal habe ich gedacht, weißt du was, ey, du kennst schon Deutschland regieren. Ja, und dann, wie ich dann halt oben daher gefahren bin, ich habe mich natürlich beeilt, aber da hat mich noch ein Porsche überholt. Also ich bin richtig verschrocken, der ist da an mir vorbei. Da habe ich gedacht, pass mal auf, denn da ist es gleich nochmal. Und so war's. Ich bin vielleicht einen Kilometer, anderthalb Kilometer wäre gefahren, da habe ich schon gesehen, blinke, hat er dort den Buckel gelegt. Ja. Hast du nämlich gesehen, dass das ein Porsche ist. Und da krabbelt da so einer raus, namens Arsch jeder Mann. Wer will ich mal auf hier? Ist das der? Bist du lädiert mit ihm? Ja, lädiert. Wo gibt's denn sowas? Wo hast du denn her? Aber nicht von Parship. Nee. Weil das ist nichts Richtiges. Zieh mal den Zylinder aus, wie der aussieht. Sag mal, lass ihn an, mach's später, gib mir mal der Handynummer und dann kommen wir schon klar. Ne? Ja. Ja, der ist dann da rausgekrabbelt, ne? Da habe ich gedacht, muss ja doch, schwerer Unfall, ne? Also ich bin kein Ersthelfer, ich habe mich jetzt nicht gemeldet, ne? Da krabbelt der da raus, habe ich gedacht, guck schon mal, was er hat. Was Männer, was der gemacht hat. Direkt angefangen zu jammern. Mein schöner Porsche, ganz kaputt. Ach Gott, mein Porsche, mein Porsche. Na, ich sage, hier auf zu jammern, wenn der Porsche, guck mal da, der fährt längs arm. Hat er so geguckt. Sagt er, mein Rolex, mein schöner Rolex. Ist doch furchtbar. Läd gibt's, die gibt's nicht, ne? Ja, bei Parship, wie gesagt, sowas habe ich dort noch gar nicht gesehen, so wie der da. Ich hatte die Zeit, dass ich aus war. Ich habe mir zwei Stück, kann ich ein paar Chips gegessen, ne? Und der Ende hat, wie soll ich denn sagen, der hat voll gehonkt mit Schmuck da, Kettchen da, Armbändchen und so. Und ich meine gar keine Männer mit Schmuck. Also auf sowas stehe ich ja gar nicht. Ne? Da habe ich zu ihm gesagt, weißt du was, ich esse zwar ein paar Chips mit dir, aber Männer mit Schmuck mahne ich überhaupt nicht. Obwohl, habe ich gesagt, ich muss sagen, der Ohrringe, die faszinieren mich. Und dann war da einer, also ich muss sagen, Anke, der war intelligent, der hätte zu uns zwei gepasst, ne? Aber Anke, der war echt dick, ne? Er war bis, also er war, ne? Ich meine, ich habe gedacht, machst nicht erst ein paar Chips mehr, ne? Aber er war mal zu dick. Obwohl ich habe gedacht, dicke Kerze haben Menschen so schöner Docht, ne? Ich habe mich da ja jetzt mit Vanessa Backe zusammengetun. Wir sind jetzt dicke Freundinnen, wir haben ja ein Schicksal gemeinsam. Also wir sind ja beiden glücklich geschieden. Die hat ja da einer von Betschbach geheiratet. Die war ja nur Betschbach verheiratet, ne? Und er hat ja immer zu der gesagt, geh fort, und hat es gemacht, ne? Ja. Ach, wir verstehen uns gut, also ich muss sagen. Wir sind ja die Saarladies, ne?
Angewählte will ich mitmachen, machen wir sie dritt. Ist okay. Ich meine, du bist nicht so bekannt wie mir, aber das kann ja noch werden. Gut jetzt. Wie gesagt, ich verstehe mich auch gut mehr, Vanessa, aber da, vor der Weihnachten hat es mich schon aufgeregt. Es hat gar keine Zeit, mir war gar nichts. Ne? Wir sind als Mutter das Kaffee trinken und das USA schon keine vergessen. Das hat nur geputzt. Das war der ganze Tag am Putzen. Es hat gar keine Zeit. Ich habe gesagt, Vanessa, du bist den ganzen Tag am Putzen. Was ist denn los? Warum putzt denn du nur noch? Er hat gesagt, das Christkind kommt doch. Und ich sagte, ich habe gemeint, das Gesundheitsamt. Also ich brauche nämlich so viel zu putzen, ich habe gar keinen Dreck mehr eigentlich. Ne? Ich hatte ja dort einen Hund, der schraue Hund, hatte ich euch ja auch schon erzählt, wo der mir Hucke gelöst hat, mein Geschiedener. Ne? Der ist Gott sei Dank gestorben. Ne? Ich meine ja keine Hunde. Ne? Ich hasse Hunde. Ne? Mir käme keine Hunde rennen mehr. Ne? Und bevor der gestorben ist, was wenn er was der noch gemacht hat? Mir mein Heino-Has gefresst, mein schöner Heino-Has. Anko, du hast schon gewusst, dass ich habe dir ja schon erzählt, Rassehas, ein Heino-Has, weißes Fell, rote Augen. Ich habe aber jetzt nur mehr Hase, weil ich habe ja gerne Hase. Ne? Ich habe jetzt zwei schwarze Hase, auch Rassehase, wunderschön. Wie heißen die? Habe ich dich gefreut, dass du dich so schmelle oder was? Bist du jetzt ruhig? Ich sage dir schon Bescheid. Ich will nicht gestört werden. Das macht man nicht. Okay, benimmer. Also zwei schöne, große, schwarze Hase. Ne? Aber der eine, das ist ein Drecksack. Das ist ein richtiger Drecksack. Der ist nur am Fresse und am Rammeln. Der hat den ganzen Tag nur Fresse und Rammeln. Der hat den anderen kaputt machen. Der hat den kaputt machen. So, was wollt ihr dann? Wie heißen die denn, die Hasen? Namen? Bleck und Decker. Ja. Ja, wir machen es uns immer schön, Vanessa und ich. Und aber an der Weihnachten war ich ein bisschen enttäuscht. Das hat mir nichts. Ich habe gemeint, ich kriege ein schönes Geschenk von ihm. Das hat mir total geschenkt für die Hase. Ne? Total! Kannst du kein me? Die Ministerpräsidentin war es nicht, was Hai hast. Das muss man sich mal überlegen. Hai. Ja. Hoi, ich denke, du hast. Schäm dich. Obwohl, ja, du bist auch nicht, oder? Ich habe dem Vanessa natürlich was Wertvolles, was Hochwertiges geschenkt, weil es heute mal zu mir gesagt, es wird gerne mal Fallschirmspringen machen. Dann habe ich gedacht, da kaufst du mal Fallschirm, weil es sagt, es wird gerne mal Kurs machen, ne? Sie ist mal so Hucke packen und so. Ne? Sagst du, nur Jolanda, pass mal auf, wenn ich dann das erste Mal springe und der geht nicht auf, was machen wir denn dann? Habe ich gesagt, Vanessa, dann tausche ich meine um. Ne? Ja. Ja, es war schon die Weihnachten. Ich war ja allein dann. Ne? Dieses Jahr haben wir nichts gekocht. Aber ich habe mir mal 3,5 Kilo Wurst gekauft über die Weihnachten. Ich habe es auch gepackt. Ne? Ja. Ich war dann morgens in der Metz, habe sie abgeholt, Wurst. Ich habe sie bestellt. Ich habe gesagt, am besten so Schnippelchen Wurst. Ich habe gesagt, Schnippelchen Wurst, aber kein Schinken drin, weil das fresst mein Hund nicht so gerne. Jo, es ist gut jetzt. Jo, dann habe ich da an der Tee gestanden. Da war neben Arme, hat eine, so junge war das, die hat junge Mutter. Ruhe! Junge Mutter und die hat ein Kind im Kerbchen. So, ne, so. Und da hat die Metzgerfrau hat gefragt,
zu dem Kleinen, das Kind war ein komisches Kind, Anke, ne? Schon gesehen, die Mutter auch, ne? Esst du ein Stück Wurst? Das war ja immer schon so, ne? Ja, das Kind hat sich dann so rumgetreten, hat so gemacht. Und da hat sich die Mutter gefreut, esst ihr Kind ein Stück Wurst? Und da hat die gesagt, ach nein, mein Kind isst gar kein Fleisch. Kann ich das mit was ersetzen? Da hat die mit sehr freut nur mir geguckt, ich nur eher. Und ich nur der Frau geguckt. Na, ich sag, selbstverständlich, der ist ein Hund, der frisst Fleisch. Jo. Jo, es war schön an der Weihnachten. Und vor alle Dinge, fand ich jetzt am Weihnachtsmorgen, Anke, es gibt ja nichts Schöneres, wie wenn du morgens wach wärst. Und das Erste, was du siehst, ist der schönste und der liebste Mensch für dich. Ich hätte mal sollen schon viel früher Spiegel neben ans Bett stellen, ne? Ich meine, ich sehe dir gut aus, ich bin intelligent, ich habe immer recht, ne? Und ich wäre, mich braucht jeder, Anke. Jeder. Wenn ich irgendwo hinkomme, das Erste, was gesagt wird, ach Gott, du auch. Oder ach Gott, du auch noch. Oder so irgendwie. Weißt du, Anke? Das ist die Leid. Gott sei Dank bist du da, sagen sie dann zum Schluss. Ne? Weil sie merken, ich wäre ja gebraucht. Ich bin immer zur Stelle. Ja, und Vanessa und ich, also ich muss sagen, wir waren auch schon viel so fortgefahren. Wir haben schon viel über... Ja, wir haben schon viel gesehen, so oft über die Feier da. Wir fahren auch mal ins Ausland. Wir waren da auf der Karibischen Insel. Dann waren wir da auf der Granadeinsel, ne? Fuerteventura. Dann auf der Ischias-Insel, die Nerveinsel, welche? Und das ist auch, ich muss sagen, das ist schon berechtigt, dass das die Nerveinsel ist, weil das ist ja eine Vulkaninsel, ne? Und da kann ja jeden Moment, kenne ich ja, die Vulkane hochgehen, ne? Und das ist ja für die Inselbewohner schon eine Nervensache, ne? Auf jeden Fall, deswegen Nerveinsel, ne? Ja, dann waren wir, wo waren wir noch? In Rom, sexistische Kapelle. dann waren wir... in Mainz. Vanessa wohnt hier in Mainz, ne? Ja, und da sind wir da direkt in eine Demo reinkommen. Haben so Junge, haben so demonstriert. Also, ich weiß jetzt nicht, war es Fridays for Future? Also, oh, die letzte Generation. Also, die haben keine Kleber dabei, ne? Und da habe ich gesagt zu ihm, warum, geh was demonstrieren? Na dann, als sie demonstrieren, geh Pelze. Habe ich gesagt, ja, nur Gepelze? Ja, Gepelze. Ja, da habe ich gesagt, ey, da müssen auch Gelehrer ja demonstrieren. Das ist ja, das muss ja nur kein Hohr dran. Ne? Nee, sagt die, das machen sie nicht, weil es wäre einfacher und nicht so gefährlich, ältere Damen anzumachen und anzupöbeln wie die Hells Angels. Ja, dann waren wir noch, wo waren wir noch gewesen? In Pisa. In Pisa waren wir. Pisa, die haben jetzt einen schiefen Turm. Da sah das Vanessa zu mir, ach Gott, Jolanda, guck mal, da war es ein schiefer Turm. Das ist ja furchtbar. Ich glaube, der fällt um. Der Turm ist ja so schief. Jolanda, warum ist dann der Turm so schief? Und ich sah Vanessa, überlege mal, da ist die Grube drunter. Ja. Ich, wie gesagt, ich esse ja Wurst, Fleisch, ne? Also ich bin ja, wie soll ich denn sagen, aus Glaubensgründen bin ich ja kein Vegetarier, weil ich glaube, das schmeckt nicht. Und ich trinke auch kein Alkohol, ich bin ja kein Alkoholiker, ne?
Aber ich trinke Spirituose. Deswegen bin ich so spirituell, Anke. Ja. Ja, und dann waren wir natürlich gut essen. Ne? Ja, und wir waren in der Eifel. Aber wir haben den Eiffelturm nicht gesehen jetzt. Also, es war so ein bisschen diesig. Also, es war kein gutes Wetter. Ne? Habe ich zu Vanessa gesagt, weißt du was, dann hängen wir da dran. Ne? Vielleicht sehen wir noch mal. Ja, und dann war an der Jahr, es war kein schönes Wetter an der Jahr. Ne? Aber ich bin ein bisschen hinausgegangen. Was soll hier hinausgehen? Ne? Ja, und da bin ich da um den Tabaksweiher. Und ich gucke schon mal ein bisschen da so. Ich mich so hingestellt. Ange. Und da waren Männer drin, die haben geschwommen. Ich weiß jetzt nicht, jo, ich, also bestimmt 12 Stück. Da. Ich weiß nicht, wollte die Eisschwimmen machen ohne Eis? Ich weiß es nicht. Ne? Auf jeden Fall, wie die mich gesehen haben, haben sie gerufen. Jolanda, geh weiter! Bleib nicht stehen, geh weiter! Wir wollen aussteigen, wir sind nackig. Da habe ich gesagt, ich habe nichts, ich habe nichts an nackige Männer. Ich wollte nur mal gucken, was das Krokodil macht, wo sie vor 8 Tagen ihn gesetzt hat. So, tschüss, mach es gut, feiere noch schön. Nächstes Jahr sehen wir uns nochmal.